Das war's offenbar, hä? Jo. Ach gut, wir kriegen das Boot wahrscheinlich. Keep it, my friend. A token of my gratitude. Thank you, Colonel. One more request. While I'm away, could you keep an eye on Mercedes for me? I think she could look after herself, but sure, I'll keep an eye out. Gracias, amigo. Hasta luego. Adios, amigo. Ja, auf Mercedes passen wir doch gerne auf, oder? Genau, jetzt kriegen wir die Kiste. $5,000, da haben wir es doch. Wunderbar. Dann also auf nach Süden und dann schauen wir mal, dass wir irgendwo hier anlegen können. Hier sieht es schlecht aus. Und das davon müsste der Golfplatz sein, da will ich jetzt auch nicht unbedingt landen. Also weiter nach Süden. Das, was da am Radio kommt, das klingt doch wie der Jess Torrent von Love Fist, der Sänger. Zumindest klingt es irgendwie britisch. Oder, ja, wie Engländer vielleicht nicht, aber irgendwie britisch angehaucht. Vielleicht so Nordengland oder Schottland, die haben ja so, habt ihr schon mal einen richtigen Ureinwohner aus Manchester gehört? Das ist ja widerlich, man versteht nichts bei denen. So, wie komme ich jetzt hier, hier muss man doch irgendwie, darf ich hier, nicht? Okay. Dann schauen wir mal weiter. So. It's time for a contest. Alright. Oh my god. Gab's in diesen engen Gassen nicht immer irgendwelche Stege, auf die man wieder drauf konnte, um wieder an Land zu kommen? Mir war so, als wir vorhin hier oder früher mal durch mussten. Genau, wunderbar. So. Nee, 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 jetzt gerade nicht. Hüpf. Na gut, jetzt. Hallo? Juhu, Kopfgeld auf uns ausgesetzt. So muss das sein. Man hat sich erst dann wahrlich einen Namen gemacht, wenn man Feinde hat. Also dann, auf zum Malibu Club. Huch. Oh, wir haben einen Beifahrer. Ich fahre mit dir, wohin du willst. Auch bis ans Ende dieses Übergangs und hin zum Malibu Club und bis wir auf dem Dach liegen und wieder auf allen vier Rädern sind. Du hast bestimmt gar keinen Bock, aber das ist mir egal. Steig aus. Steig aus, habe ich gesagt. Na, geht doch. Her damit. Malibu Club gekauft. $120,000. So, und was haben wir jetzt davon? Wir gehen einfach mal rein. Malibu Club? Boah, schnieke. Und gut besucht. Auch wenn... Nein. Ist das eine Billigausgabe von den Village People? Also... ja, so einen gibt's da auch. Einen Polizisten gibt's da auch. Und einen Bauarbeiter auch. Aber dann müsste es noch ein... Also einen Feuerwehrmann und einen Armeetypen, Soldaten gibt es glaube ich nicht, aber was fehlt denn da noch? Indianer fehlt noch und noch irgendeiner, ich weiß es gerade gar nicht. Kann man hier mittanzen? Oh, vor allen Dingen der Soldat hat einen ganz maskulinen Tanzstil. Wobei eigentlich alle. Ach, dieses Tuckengehüpfe will ich mir gar nicht weiter angucken. Hey Schnecke, lass mal einen rüberwachsen. Ach, eine Mission, das ist ja hübsch. Aber ich will erstmal da oben gucken. Hüpf. Klappt sehr gut. Das
haben wir hier? Scheint eine Art Büro zu sein. Mit merkwürdigen Skulpturen. Zigarre. Was zu saufen. Ach, das kennen wir doch. Das ist doch das Schiff von Cortez. Kleines Andenken quasi. Was haben wir hier? Eine Minibar und... Ah, einen Gebäudegrundriss mit dem Dollarzeichen drin. Okay, okay, okay. Also irgendwas, wo wir was rauben können wahrscheinlich. Schauen wir mal. Kein Entkommen? Ach, der gute Ken. Tommy, hey Tommy, look at this. This is great. I've got us this minibar installed. We got a whole bar downstairs, Ken. Yeah, yeah, whatever. Well, I got the chalkboard you asked for. Ah, that's the benefit of a law school education. The ability to follow instructions. No, I need a safe. Oh, all right, well, let me think. Safe. Banküberfall, was? This guy will blow you away. Ah, no, that schmuck. He's on the inside. Where inside? In a police headquarters cell awaiting transfer. I think he's about to get paroled. Na, das war doch mal eine präzise Angabe. In einer Zelle in einem Polizeirevier. Wer hätte das gedacht? Befreie Cam Jones aus der Haft. Also, Tommy rennt los, ohne den Namen und ohne den Aufenthaltsort des guten Mannes zu kennen. Aber das kriegen wir ja alles auch so hin. Cam Jones also. Ach, hier vorne gleich. Ist das nicht das Polizeipräsidium, in dem unsere Uniform gelagert sein müsste? Oder bilde ich mir das nur ein? Ich steck mal lieber die Waffe weg. Vice City Polizei Hauptquartier. In der Umkleide des Reviers findest du etwas Nützliches. Ach. No civilians beyond this point. Gut, dann möchten wir wahrscheinlich da nicht reingehen, sondern eher hier. Locker Room, ja, das ist die Umkleide. Was haben wir da? Versteckt sich jemand in der Dusche, der uns hier auflaut? Ach nein! Ja, wir sind Polizist mit Schlagring. Die Keycard zu den Zellen findest du im Obergeschoss des Reviers. Okay. Können wir jetzt eigentlich... Ja, können wir. Wunderbar. Dann rüste ich schon mal die Maschinenpistole aus. Kann mir kaum vorstellen, dass das hier so easy vonstatten gehen wird. Das sagt man auch mal ein. Und da ist die Keycard. Und... Was ist das denn? Hallo? Sieht sehr abstrakt aus. Ja, gut. Kling. Verstecktes Päckchen 1 von 100. Achso, das ist dann wahrscheinlich... Wo kommen wir denn hier hin? Ach, okay. Das ist dann wahrscheinlich so das, was man hier sammeln kann in GTA Vice City. Was auch immer es da gibt. Ich glaube, das werde ich nicht machen im Rahmen des Let's Plays, denn das würde ganz sicher den Rahmen sprengen. Und hier ist alles unglaublich voll belegt. Da ist der gute Cam. Also wenn alle Polizeihauptquartiere oder alle Polizeiwachen in Vice City so gut belegt sind, es gibt ja auch keine Kriminalität in Vice City, nein. Da ist natürlich klar, warum Tommy sofort wusste, wo er hin musste. So, schauen wir mal. Klick, klack. Zelle auf. Er sei frei. Cam Jones? Yeah, that's me. I'm busting you out. Whatever you say. Ja, yeah, cooler Gang. Ach, sag bloß. So, das war's für dich. Jetzt nehmen wir mal die M4. So, und die Waffe will ich auch haben. Geh mal zur Seite, Kollege. Ach, nee. Zack. In die Eier. Ah, ich würde sagen, ich renne einfach raus, oder? Das ist mir jetzt hier sonst zu viel Arbeit. Ach, schlecht. Cam?
Nein, oder? Ach Mensch, leck mich doch. Ja, super. Komm raus hier. So, weg hier, aber ganz fix. Ach Mann. So, und wieder mal nehmen wir den kleinen Umweg über den Malibu Club und sacken uns den Stern ein. Nein, nix da. Dadurch. Ich würde ganz gern mit allen vier Reifen in einem Stück hier lang fahren. Denn sonst wird das eine ziemlich bescheidene Sache. Weg da. Was? Aber, ach so, nicht bei mir. Okay. Ach, bei dem Polizeiwägelchen da. Na sowas. Zack, weg. Nein. Oh, shit. Einsteigen. Das ist ganz praktisch, dass da die Kiste steht. Oh, ich brauche mal Ruhe. Ich weiß nicht, wie das in der Aufnahme ist, aber bei mir ist es wahnsinnig laut gerade gewesen. Auf den Kopfhörern. Deswegen jetzt mal ohne Radio. Ja, und das läuft da eigentlich wie geschmiert her. Abgesehen davon, dass Cam der Penner einfach mal zurückbleiben wollte. Nein! Nein! Ach, wir haben wieder so eine hässliche Karre, die schnell aufs Dach fällt. Shit. Weg. Oh, da sind wir gut durchgekommen. Also die KI ist schon nicht gerade... Ach, hier gibt's auch was zum... Nein! Hier gibt's auch was zum Kaufen. So, auf alle vier. Und weg. Müssen wir uns merken, hier gibt's auch irgendeinen Laden, den wir kaufen können. So, wo müssen wir eigentlich hin? Ich glaube, ich bin total falsch gefahren. Oh ja. Ach Mensch, was mache ich denn? In großem Slalom um die drumherum gefahren, bevor wir uns hier noch wieder was mit den Krähenfüßen einfangen. Da habe ich wieder im Eifer des Gefechts habe ich glatt wieder verpasst, darauf zu achten, wo ich eigentlich hin muss oder was ich jetzt machen muss. Aber ich nehme mal an, einfach irgendwo unterkommen. Ach nein! Okay. Nein! Nein, nicht doch. Ach, Scheibenkleister. Weg da. Weg! Nein, ich könnte brechen. Oh Gott. Das ist doch nicht wahr. Yo, you better watch yourself. Ach, das ist doch nicht wahr, weil ich zu einem beschissenen Pain Spray musste und wieder so eine beschissene so eine Dreckskarate hier sofort aufs Dach fällt. Das ist doch nicht zu fassen, oder? Also nochmal. Keine, komm, bla bla, kennen wir schon. Weg damit. Befreie Cam Jones aus Saft, kennen wir auch schon. Gib mir mal die Karre. Hinaus. So. Jetzt habe ich bloß das kleine Problem, dass ich unbewaffnet bin. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt mache am blödsten. Vielleicht die Handgranaten, die hier auf dem Parkplatz hinten gelagert sind. Da müssen wir mal wieder improvisieren. Leute umfahren und von denen die Muni klauen geht ja diesmal nicht. So, geparkt. Ja.